Mein Name ist Ulrike Breimeier. Ich begleite straffällig gewordene Jugendliche im Ableisten ihrer Sozialstunde. Das sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren, sind in ihrer jugendlichen Phase straffällig geworden und haben eben vom Gericht die Auflage, Sozialstunden abzuleisten in einer gemeinnützigen Einrichtung. Ich heiße Wladimir und arbeite in der Schreinerei mit. Bei mir ist nicht alles gut gelaufen. Ich habe falsche Freunde gehabt und so ich hier bin, ich habe getrunken mit Kollegen und da haben wir was kaputt gemacht, also Mist gebaut im Suff. Jetzt habe ich Arbeitsstunden bekommen, kann sie hier zum Glück ableisten. Ich bin Simon Weller, bin hier Werkstattleiter in der Schreinerei. Wenn die Jugendlichen hier so ankommen, sind sie ganz unterschiedlich. Manche haben es nicht gelernt, die normalen Soft-Skills zu beherrschen. Und da legen wir auch Wert drauf, hier die zu fördern. Und wollen sie da einfach vorbereiten für den Arbeitsmarkt, zu lernen, wie man sich verhält, Meister gegenüber, anderen Vorgesetzten gegenüber. Ganz besonders ist es spannend, wenn Jugendliche Mut fassen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, sich an das Thema Ausbildung zu wagen, sich umzuschauen und da wirklich Schritte gehen. Ich will auf jeden Fall keine Straftaten mehr begehen. Ich habe jetzt einen Rückhalt. Ich denke, mein Leben wird jetzt besser verlaufen. Ich habe mehr Perspektive bekommen.